Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Ohne Dead by Daylight als Survivor mit dem Krian. Guten Tag, Billy Boy. Keller ist in der Shack. Ich hab so oft auf E gedrückt und hab mich dann gewundert, warum ich nicht loslaufe. Warum habe ich denn bitte die... Oh, da ist ein Totem. Jemand hat... Ich war doch schon... Ich hab keinen Bock mehr. Diese Hitboxen. Ich verstehe sie nicht in diesem Spiel. Ja, jemand hat eine Map und hat angezeigt, wo halt was ist. Deswegen weiß ich, dass der Keller in der Shack ist. Ah, der macht schon das richtige Totem. Finde ich gut. Kommst du in die Richtung mit dem Totem? Ja. Okay. Der wollte mich verarschen, aber ich lasse mich nicht so leicht verarschen. Jetzt fährt er weg. Er hat keinen Bock mehr auf mich. Ja, weil hier drei Leute an dem Gen sitzen. Oh, dann hat er wahrscheinlich Discordance, wenn er das mitgekriegt hat. Nö, da wurde eben auch das Totem zerstört und der konnte es ja sehen. Ja, das ja, okay. Also auf jeden Fall, Keller ist in der Shack. Und wir sind zurück auf dieser Map, da waren wir gerade erst mit Freddy Boy. Er hat Thanatophobie. Warum hast du denn die Scheißpalette jetzt umgeschmissen? Die wollte ich doch umschmeißen. Also wir kennen zwei seiner vier Perks schon mal. Ja, und Ruin hat er schon nicht mehr. Richtig. Und da ist das Schweinchen tot. Lil Peg is down, Lil Peg is down. Ein Bubba oder ein Redneck? Redneck. Oh, cool. Nachdem wir in der letzten Runde diesen überragenden Jake hatten, dachte ich mir, ich spiele auch Jake. Gern hat sich ein Beispiel genommen. Das muss am Charakter liegen und nicht am Spieler. Aber Digga, willst du hier auch mal weggehen? Ja, danke. Mich wollte er verarschen nach Palette. Aha. Aber ich habe ihn vorher erwischt. Hast dich nicht verarschen lassen, sozusagen? Nee, ich habe darauf gewartet, dass er diesen Move machen wird. Weil ich den auch gerne versuche, wenn ich Killer bin. Ich hoffe übrigens für dich, dass einer der beiden Randoms Decisive oder so hat. Achso, ja, weil ich so einen schönen Dings auf mir hab. Cool. Wenn alles gut läuft, kannst du mir bald mal sagen, ob er vielleicht Vancor hat. Das war jetzt zweimal sehr knapp, dieser Skillstick. Rancor ist? Dass er dich töten kann. Also die Obsession. Achso, das Ding, ja. Ja, wenn alles gut läuft, kann ich dir das Optimalfall nicht sagen. Gleich kannst du mir mal sagen, ob du seine Aura siehst, wenn der Gen fertig ist. Das sehe ich so oder so, weil ich Detektiv bin. Er kommt gerade zu. Seine Aura? Ich meine schon, also zumindest rennt er mir gerade nach. Hier ist ein Totem, da ist ein Totem. Also normalerweise würde ich sagen, Billy braucht eigentlich kein Nowhere. Ein Medkit. Also ein Totem ist da, wo ich gerade niedergeboxt wurde. Eins ist bei mir. Und eins ist da hinten. Da bin ich dran. Ich hoffe nur nicht, dass er zu mir fährt. Sonst hinter dir im Prinzip ist noch eins. Er fährt nicht zu dir. Er muss erstmal hier im Umkreis gucken, den Gen treten. Jetzt fährt er los gleich. Inwiefern hinter mir? Genau, in die Richtung, wo du gerade läufst. Da muss noch irgendwo eins sein. Weiter, so auf Höhe von der Scheune. Alter, die anderen beiden dümpeln jetzt hier um mich rum und farmen mich ab. Cool. Geh dann mal. I see. Ich mach das Totem weg. Okay, zwei Gens fertig. Bis jetzt hast du... Oh. Wow. Ich dachte, er hätte mich gesehen am Totem. Also diese Runde... heile ich einfach Leute und ich habe meinen Palettenschmeiß drin. Ja, die Aufgabe hast du nicht mehr drin. Herzlichen Glückwunsch. Aber gut, ich schmeiß auch Paletten, daher ist es in Ordnung. Ja, aber nicht zu viele. Zählt ab. Oh, seid alle hier, dann gehe ich weg. Ich habe eine in sein Gesicht geschmissen, daher. Das denke ich mal, ist okay gewesen. Dafür hat er mich auch erstmal verloren. Damit kann ich arbeiten, sozusagen. Keller ist in der Shack, wissen wir.
Wie sind denn die Gens bisher aufgeteilt? Ich habe da hinten in der Ecke einen gemacht. Wo habt ihr euren gemacht? Oder den anderen? Auch in der Ecke. Meine ich. War das der, wo ich gerade stehe? Ich glaube schon. Gut, da rennt ein Killer lang. Ich heil mich mal eine Runde weiter hier drüben. Das ist vielleicht ein bisschen sicherer. Wir haben unseren gemacht beim Meat Dream. Okay. Und daneben ist noch einer, an dem würde ich jetzt mal gehen. Da ist der Killer nämlich gerade weggegangen. Ja, der Billy Boy hat gerade einen Gen markiert. In der Scheune. In Scheune? Ja. Okay, es gibt nur noch zwei Totems, so wie es aussieht. So, mein Gen ist bei 3/4. Meiner ist bei 1/4. Zusammen haben wir einen Gen fertig. Juhu! Ich wollte eigentlich den armen Billy Boy Little Pig heilen, aber dann kam der Killer und hat sich gesagt, oh, ich habe Lust auf einen Schweinebraten. Oh, ein kleiner Schweinebraten, genau. Ja. Und fertig. Nice. Meiner ist zur Hälfte fertig. An welchem bist denn du? In der Scheune? In der Scheune. Okay. In der Scheune, ja. Dann hoffe ich, dass wir rechts in der Ecke noch einen haben, dann haben wir die ganz gut aufgeteilt, die Gents. Gut, ich meine, das sind billige. Ja, wir sind hier auf der Seite, haben wir relativ wenige, also eigentlich nur noch einen, der ist auch nicht ganz hier auf der Seite, sprich, du bist nicht am optimalen, sagen wir mal so. Aber es ist Billy Boy, daher. So, Totem zerstört. Also eigentlich müsste man den hier in der Mitte noch am ehesten aufheben, aber ich bin jetzt fast fertig. Ich will ihn nicht kicken lassen. Ja, nee, verstehe ich. Okay, hat sich eh erledigt. Jagt er dich? Nee. Letzte Totem ist in der Killer-Shack. Er ist bei mir, der Billy Boy. Ah, Little Pig ist schon down. Oh, bin ich. Das hat zum Glück keiner gesehen. Hast du Adrenalin? Ja. Weil der Gen ist jetzt bei halb. Und wir sind zu tief. Ja, dann. Geht durch. Durch, alles gut. Na, der eine geht dich jetzt retten. Der Little Pig. Der wird wahrscheinlich auch Atra haben, deswegen wollte er nicht geheilt werden. Killer ist bei uns. Alter, bin ich dann nicht mehr um die scheiß Ecke gekommen. Hast du Atra? Nee, ich habe leider nicht Atra. Komm, nehme ich mit. Nehme ich mit. Und er bringt mich in den Keller. Jetzt heile ich mich dann erstmal. Ja, ja, gönn dir. Und er hat natürlich den Gen getreten. Falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Aber anfangen zu kämpfen, kann sich nur lohnen. Auf ein Schlückchen. Hast du Atre? Ich glaube, ich habe schon mal gefragt. Ich habe es immer noch nicht. Ich habe es noch nicht aus der Tricktiske ausgepackt. Das ist ein bisschen uncool. So, und ich bin gerettet. Gut, dann haut da ab. Ich gehe direkt an den Gen. Ich stelle mich erstmal hinten in die Ecke und heile mich. Der Piggy wurde geschlagen. Na gut, wenn er wirklich Adria hat, dann ist es ja gleich egal. Ja, wenn er noch ein bisschen durchhält, deswegen. 3, 2, 1. Ab geht er, der Peter. Lauf in die Jack und guck, ob das Totem brennt. Kein Nowhere. Alles gut. Okay. Aber ich wollte schon sagen, also. Wer Billy einigermaßen kann, und ich finde, er kann Billy. Ja, er ist nicht schlecht, definitiv nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist ein Bug. Ich komme mir so unglaublich schnell vor. Ich glaube, ich bin Sonic. Sonic the Hedgehog. Tor am Meat Tree wird aufgemacht. Ist es rechts oder links von dem Gen ausgesehen, wo ihr wart? Gerade durch. Einmal über die gesamte Map. Okay, dann ist es der linke von mir aus. Okay, wir können beide Tore sind offen. Oh, ich glaube. Was ist hier los? Das kommt mir so ein bisschen seltsam vor. Rian, es sind alle Gens gemacht und wir leben noch. Das ist allein schon eine Bugsache. So, ich werde den nicht retten gehen, weil die letzten Male habe ich es immer bereut, wenn ich versuche, jemanden zu retten, obwohl ich dead on hook bin. Ich glaube, ich habe den Atre-Bug. Den Atre-Bug? Dauerhaft.
dauerhaft den Speedboost habe. Peggy ist sowieso tot, also raus mit uns. Ja! Wenn du nochmal kommst, schmeiße ich noch eine Palette um. Der war knapp. Oh mein Gott, wenn ich dem wegrenne. Ja, ja, wir sind raus. Ich hab ihn gerettet und dann war alles gut. Ja, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann machen wir. Zum Zusauen. Zum Zusauen, ja. Okay. Ja, habt rein, haut rein, habt eine grandiose Zeit, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen.